Nee, du, ich werd nicht gefeuert. Glaub mir, so schnell werde ich hier nicht gefeuert. Ich hab hier. Ich werde demnächst höchstens befördert, ja. Dann muss ich ja Geld machen. Aber was so hinter meiner Tür passiert, so, ne, wenn ich mal mit Kurimo auf Streife bin, er ist ein Lieutenant. Und er ist auch einer, der mitbestimmt, ob ich befördert werde oder nicht. Der baut genauso Scheiße. Ich meine, der hat ja gerade mitgemacht, der war auch. Der wusste auch nicht, was ich da gerade tue. Ich habe ja den Taser rausgeholt und er dann immer, Alter, jetzt holst du der, wieso holst du die Waffe? Hallo, hol doch nicht die Waffe aus. Leute. Ich so, doch, den Taser ich gleich weg. Der sollte ich jetzt einsteigen. Willst du White oder was? Mir helfen. Hilfe, Mami. Ja. Geil. Shepard, gehst du heute auch noch, on oder bist du schon oder was oder wie? Entschuldigung, wenn ich immer so ein bisschen die Augen kneife, aber seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Mein ganzes Auge ist rot. Das ist nicht gerade schön. Das ist matschig. Ich habe einen Zug reingekriegt. Nee, wohl eher nicht. Ach so. Sieht man das? Weiß nicht, warum du sie, ob du es siehst. Aber das sieht man ja, wenn ich immer so die Augen so ein bisschen zukneife. Das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise bin ich hier. So, weißt du was? Ich mach mal euch Mucke an, ne? Solange hier jetzt gerade nichts passiert. Mach ich mal eben Musik an. Keine Verbindung zu den Rockstar-Servern. Ach so. Okay. Ich muss gleich noch eine Akte schreiben. Oh, scheiße. Dabei war das heute. Aber eh E-Mail, dass du live bist. Okay. Toxie hatte eine Mail gekriegt, dass Shepard live ist. Was ist da los, Shepard? Lügst du mich gerade an? Bist du doch live? Nein, er sagte ja, dass er keine Verbindung zum Internet zu Rockstar-Servern ist. Okay. Cheppy, ich will mal wieder mit dir. Ich glaube, ich muss. Jetzt mal ehrlich, bleibst du jetzt auf Unity und Lucky oder nicht? Weil sonst, dann melde ich mich auch noch gleichzeitig nochmal bei Unity an oder so. Weil, Cheppy, ich will auch nochmal mal wieder mit dir trollen. Also du hast keine Lust hierher zu kommen, hier zu uns, auf Sektor 5. Da hat Herbert bestimmt extreme Chancen, glaub mir. Hier ist auch alles schön. Wir müssen einfach alle von Unity mit hier rüberholen. Dann brauche ich mich nicht neu bewerben und alles ist da. Hast das auch gesagt, Bürgernähe wollte so oder so her, weil ich Dokumenten schreiben wollte. Ja, habe ich ja gesagt. Sektor 5 ist ein richtig guter Server. Ja, ja, das ist und noch im Aufbau. Da kommt gerade noch sehr viel. Heute sind ja schon wieder ein paar Gesetze geändert worden. Also es wird hier echt noch viel gemacht gerade. Und das, was geil ist, ja auch hier, du kannst in jedem Haus wohnen. Also wirklich in jedem Haus. Entweder kannst du sie mieten oder kaufen. Du kannst sie sogar kaufen. Und wenn du sie kaufen willst, kannst du sogar dir Inneneinrichtungen aussuchen, wie das dann aussehen soll und so. Mega geil. Und die mappen dir dann quasi den Außenbereich dann noch fertig, so wie du es haben möchtest. Voll cool. Wollte mir Sektor mal angucken. Ja, musst du mal angucken. Gibt's auch einen Tinder? Okay, Officer. Hi. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Und Ihnen? Geht's auch ganz gut. Wussten Sie, dass es in dieser Stadt ein Drogenproblem gibt? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wurde gerade von Personen am Stadtpark wurden mir Drogen angeboten. Wissen Sie, was für Personen? Wie die aussahen? Habe ich einen Kollegen da eben schon mitgeteilt, aber die haben es nicht ernst genommen. Die eine Person hatte ein blaues T-Shirt an und eine blaue Jeans, glaube ich. Die andere Person eine schwarze Lederjacke und weißes T-Shirt und so eine Umhängetasche. Aber nicht so eine coole von einem Gucci oder so, sondern
So ein Secondhand-Scheiß oder so. Ne? Sie wissen ja. Natürlich. Arme Leute, arme Leute. Schlimm, schlimm, schlimm. Und Sie sind? Ich bin Leslie. Leslie Bang. Haben Sie einen Ausweis für mich einmal kurz? Natürlich, das ist gar kein Problem. Das wäre super, dann weiß ich, mit wem ich so rede hier gerade. Bitte. Geil, Leslie Sheng. Ja. Geil, hallo Sheng. Hallo, 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 Herr Officer. Ja, ich bin PD66, Sie dürfen auch Tom Wittner sagen oder Herr Wittner. Guten Tag, Herr Wittner. Genau. Ja, also der eine hatte eine blaue... Was sagten Sie gerade? Blaue Jeans war das, sagten Sie? Ja, und T-Shirt. Jeans und T-Shirt. Und der andere hatte? Eine schwarze Lederjacke und ein weißes T-Shirt darunter, glaube ich. Mhm. Und so eine Umhängetasche. Okay. Auch in schwarz. Ja, ich kann ja gleich mal mit meinen Kollegen da vorbeifahren beim Stadtpark und uns da so mal hinstellen und mal so gucken. Ja, also ich bin da eben nochmal vorbeigefahren und da war nichts mehr. Da waren die weg. Mhm. Ja, Sie können ja sonst auch einfach, wenn das sonst nochmal passiert... Nehmen Sie es natürlich nicht an. Und dann bleiben Sie ruhig in der Nähe der Leute und rufen Sie einmal hier beim PD an, so dass Sie es nicht mitkriegen. Und damit Sie auch immer Blickkontakt zu diesen Personen haben, dann kann man nämlich immer sagen, okay, dann können wir da mal eben hinfahren. Okay. Ja, warten Sie, mein Handy geht gerade. Ja. So, jetzt muss er gleich nochmal anrufen. So, habe ich Ihnen Ausweis schon wieder gegeben? Oh, danke schön. Bitteschön, bitteschön. Oh, meine Nase, ey. Oh mein Gott, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Ich habe Schnupfen. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Alles gut. Solange Sie mich nicht... Nein. Keine Sorge. Keine Sorge. Nee. Herr Sheng, was haben Sie denn heute noch so vor? Was haben Sie noch schon Schönes getan heute? Also ich wollte wissen Sie, ich möchte ein Unternehmen gründen. Unternehmen? Ich möchte handwerklich mich betätigen und bin dafür auf der Suche nach Materialien wie Brecheisen oder ähnliches. Und ich bin dabei, das herauszufinden, wo man voll einen abgezogen. okay. Ja, Sie hätten vorhin Glück gehabt, weil vorhin war die Chefin von Life Invader hier, da hätten Sie mit ihr mal eben sprechen können. Verdammt. Ja. Okay. Sonst fahren Sie doch da mal eben hin. Die ist ja da, also... Ja, dann rufe die Chefin, ruf da mal an und frag, ob die da ist. Das wäre ganz cool. Und wie gesagt, wir halten die Augen mal auf. Und dann vielen Dank, danke schön. Alles klar, danke. Wir sehen bitte. Uns. Sag mal. Was ist denn da? Manchmal passiert sowas. Ja, manchmal hat man hier, das passiert nicht oft, aber das kommt auch, weil die eben halt so an die Server rumbasteln. Und dann startet sie mal einmal kurz neu. So, das Verschläge. Finder gibt es hier noch nicht. Aber stimmt, du hast recht, Shepard. Das kann man wirklich mal als Verbesserungsvorschlag mit denen bequatschen. Das wäre das, so eine Dating-App, das wäre mega. Das wäre mega. Für mich jetzt wahrscheinlich nicht, obwohl doch, Tom kann sich auch mal kennen. Ne, VNet, E-Mail, Spiele auf dem Handy. Solche Sachen. Spielereien. So, mal sehen, ob ich Verbindung hergestellt bekomme zu Mega Big Burner Band. Achso, ich kann wieder Muck anmachen. Also, ich glaube auch, dass er selber geschnupft hat. Mein Auge, ey. Okay, ich muss mal gleich gucken, wer mich angerufen hat. Mm-hmm.
Ja, morgen, ab morgen bin ich übrigens ein paar Tage nicht online. Weil ab morgen Mittag bin ich, fahre ich nach Niedersachsen rein. Zum Kumpel, erstmal über Silvester. Und aber heute bleiben wir noch eine ganze Weile online. Also nicht unbedingt jetzt hier die ganze Zeit, sondern ich will danach auch noch Alien Isolation weiter ausprobieren. Außer ihr überredet mich die ganze Zeit hier zu bleiben, wenn nachher richtig Action sein sollte, dann komme ich eh nicht weg. Ich muss ja dann auch nur Akte schreiben, aber das kann mein Kollege ja mal machen. Ich gehe einfach dann außer Dienst, sagt, ne, tschüss. Tschüss, Tom Wittner schreibt noch keine Akten. Sehe ich aus, als würde ich Akten schreiben. So. So, kann ich sehen, wer mich angerufen hat. Das wäre auch geil, wenn man sehen könnte, wer angerufen hat. Wenn man gerade nicht ans Handy gehen kann, dass man sieht, wer hat angerufen. Bitte Relog. So, perfekt, geht doch. Ihr habt kein Bild, das sehe ich jetzt auch gerade. Was ist da los? Ich guck gerade, wartet. Hört ihr mich noch? Lul, was ist hier denn jetzt los? Also jetzt habt ihr zwar wieder Bild, aber ihr seht das Spiel nicht, ne? Was ist denn da los? Wartet. Perfekt, da ist es doch. Das hatte ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Ach ja. So. Staffel 2, 10, 8. Ich weiß nicht, wo Corimo ist. Vielleicht ist er auch gerade beim Bewerbungsgespräch dabei. Hier mal eben kurz rein. Freut ihr schon auf Neujahr? Naja. Wie ist das eigentlich? Zählt jetzt eigentlich die Kirche als kriminelle Organisation oder immer noch nicht? Nö. Das ich wüsste. Solange hier das Department of Justice da nichts macht. Sutherland. Wir können die nicht dafür erklären. Muss das DOJ machen. Ja, ich glaube, mit Vorgesetzter ist da schon dran.
Jetzt wird das wieder abgehandelt. Ich hab so keine Lust mehr. Ich hätte halt lieber wieder Urlaub. Ach ja. Ja, so, und vielleicht sollten wir alle einmal für uns in uns gehen. Wenn du jetzt anfängst zu beten, nee, nee. Er hat der Sekte so lange Nee, zugehört, tut mir wir leid. können dann erstmal die Arme strecken, nach Ja. vorne uns Du kannst auch beugen. einfach, kannst auch einfach die Fresse halten. Hat er, Sonst also der Move sieht gerade sterb ich aus, als ob du dafür. Schrankdienst hattest in der Kapelle. Hatte ich gerade eben wirklich. Hopper. Nein, Oh Gott, richtig. ja. Einmal ich so Opfer, ey. Ich verstehe es echt nicht. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Wollen wir. Ich dachte, wir machen diese Übung schön geil. Nein. Übrigens, Abgelehnt. ein Schenk hat gerade mit mir gesprochen. Ein Schenk. Ja. Schenk meinst du? Ja, Schenk steht auf Ja. seinem Ausweis. Schenkelklopfer. Okay. Ja, was denn? Hau raus. Nix? Was? Du sagst, er hat mit dir gesprochen, Ja, aber was der sagst hat du, du mit mir hast. gesprochen. Das wollte ich nur mal eben erwähnen. Oh, mein Stück Dreck, Alter. Sei doch nicht Immer das. dieser Schmutz, ey. Puh. Also, Puh. hast du mir gerade ins Gesicht gespuckt? Nee, ich habe auf Wir haben Boden dir beide ins Gesicht geschmuckt, hallo? Von beiden Seiten. Ich kann dir ja mal ins Gesicht spucken. Wollen wir los? Nee. Warum nicht? Hallo? Guck mal auf die Uhr. Wie, willst du ins Feierabend? Ja. Geil! Stimmt, es ist mega spät. Krasser Scheiß. Ja. Warte, da muss ich noch irgendwas abklären. Wenn der nämlich jetzt weggeht, dann will Falk, weil ich habe ihn heute verdonnert zur Leitstelle, dann wird Falk mich verdonnern zur Leitstelle. Nee, 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 nee. Ich und Leitstelle. Gut, dann machen wir es eben anders. Ich rufe mal eben kurz Theo an. Theo. Der ist nicht da! Toxe! Bist nicht mehr da? Okay. Gibt es auch irgendwie andere Kriminelle außer die von der Kirche? Nein. Die von der Kirche. Ja, ich sollte. Gefühlt nicht, ne. Gefühlt ja. Ich sollte dir mal so eine Organisation erklären, hallo? Das ist halt gefühlt schon wieder so ein Schwachsinn, ne? Hier, Corimo, wolltest du mir ja dann einmal kurz bei der Akte helfen? Dann geht nämlich auch ein Feierabend. Nein. Abgelehnt. Dann nicht, dann mach ich das alleine. Okay, viel Spaß. Hallo, du musst mir helfen! Warum Meines muss er dir helfen? Gänzlich. Weil Du das hast eine meine. Aktenausbildung. Ja, weil es meine erste Akte ist seit Monaten. Oh, Typ. Schau einfach in eine andere Akte rein, machen viele so. Ja, echt so. Okay. Ich sehe hier ein, mach sie einfach. Wenn sie falsch ist, kommt sie immer noch an. Ja, mal gucken. Ich gucke mir das jetzt mal an. Bewerbungsgespräch. Ja gut, ich gucke mir das mal mit Aktenschreiben an. Ich will keine Akte schreiben. Wenn ich das nicht hinkriege, gehe ich einfach auf die Außerdienst. Dann habe ich das mit Aktenschreiben vergessen. Oh. Kollege. Ja, hier ist einer. Ja. Mein Name ist Tom Wittner. Wie heißt du? Entschuldigung, 07 Kane, Lieutenant Kane.
Ich war jetzt gerade total, ich bin hier fixiert bei der Arbeit am PC, deswegen. Ach, schreibst du eine Akte oder sowas? Nee, ich überarbeite ein paar Sachen kurz. Okay, weil ich habe nämlich Problemchen. Erzählt. Ich muss eine Akte schreiben. Ich habe aber noch nie eine Akte geschrieben. Ich weiß gar nicht genau, wie das noch geht oder wo ich gucken muss oder wo das überhaupt hin muss oder. Können Sie mir das sagen oder einmal irgendwie zeigen? Haben Sie schon eine Aktenschulung gehabt? Ja, das habe ich schon bekommen und auch Leitstellenschulung. Aber Leitstelle soll ich ja gerade mich so ein bisschen reinfuchsen. Deswegen soll ich die Leitstelle ja auch über Tag erstmal nehmen und nicht abends. Ja, wenn nicht so. Richtig, ist, ja. Hat der Chef gesagt. Aber bisher hatte ich keine. Also doch dreimal war ich an der Leitstelle, aber ganz kurz nur. Mhm. Und eine Akte habe ich noch gar nicht geschrieben. Und das ist eben halt, mit Aktenschulung ist, glaube ich, anderthalb Monate her mittlerweile. Okay. Ja, aber ich war auch längere Zeit nicht da und solche Sachen. Ja, war alles gut. Im Endeffekt, Sie haben ja hier die Fälle, da sind ja die Akten drinnen. Mhm. Oh, warten Sie mal, ich muss mich erstmal anmelden hier. Mhm. Ich schaue einfach mal über Ihre Schulter. Ja, alles gut. So, Fälle, genau, da bin ich jetzt drin. Und, genau, dann können wir ja zum Beispiel mal auf Tatdatum draufklicken. Und dann haben wir ja jetzt den ersten. Wenn Sie nochmal draufklicken, dann kommt ein neuer damit, 29.12. zum Beispiel. Aktenzeichen 66715. Genau, und wenn Sie da dann rechts diese zwei Blättchen nehmen, nicht mit dem Stift, sondern mit den zwei Blättchen. Da kann ich mir dann angucken, wie das geschrieben ist und quasi so nachmachen. Genau, so ungefähr. Ich schaue jetzt mal mit rein. Ich hoffe, ich habe jetzt natürlich nicht eine erwischt, die super geschrieben ist. Eben gucken, ob die richtig geschrieben ist, ne? Ja, so ungefähr. Hm. Also Polizei, ne, LSPD. Genau, richtig. Verantwortlichkeit und so weiter, ne? Das ist ja eigentlich selbsterklärend. Aber ich muss ja nur eine Akte schreiben, die nicht offen ist, sondern ja quasi geschlossen, weil das ist ja nur jemand verhaftet worden und wieder freigelassen. Okay, genau. Und dann haben wir ja unten quasi die Sachen, ne? Konfiszierung, Mittäter quasi. Dann haben wir hier den Tathergang, ne? Wenn Sie weiter runter scrollen quasi. Mhm. Die Täteraussage haben sie, dann haben sie noch Milderungsgründe zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch Sonstige. Bei Sonstiges kommen dann zum Beispiel rein die Zeugenaussagen, ne? Solche Sachen. Und Marshall Service, was haben die in der gewissen Abkürzung? MS. MS einfach nur. Ich glaube MS, ja. Nee, USMS, glaube ich. Ah ja, stimmt, oh, da steht es da. LSPD USMS. Von USMS, das könnten die sein, ja. Glaube ich, ja. Das könnten die sogar sein. Ja, dann cool. Dann war es das ja schon. Ist ja gar nicht schwer. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja alles selbst. Ich habe mir schon wieder voll Sorgen. Ich habe mir schon wieder richtig Sorgen gemacht. Einatmen, ausatmen. Ja, ich möchte ja auch weit. Ich möchte weit nach oben. Das ist ja das Problem. Ach so, okay. Ja, dann rechten Daumen und rechten Zeigefinger nehmen. Ja. Ja, haben Sie? Mhm. Dann tun Sie diese zwei Finger. So an ihr Ohr, dass ihr Ohrläppchen dazwischen ist? Jetzt bin ich verwirrt. Ich soll mein. Ach so, ja, die doch, Ohrläppchen doch, ja. Zwischen rechten Daumen und rechten Zeigefinger. Mhm. Ja? Sagen Sie mir, wenn Sie soweit sind. Ja, habe ich. So, jetzt einen ganz leichten Druck ausüben. Mhm. Und danach im Uhrzeigersinn so massieren. Ah, und dann Wusa. Ja, genau. Probieren Sie mal. Oh, das ist gut. Ja. Ah, das ist beruhigt. Genau. Ich mache ja immer so andere Übungen, wenn ich mich beruhigen muss. Wollen Sie mal mitmachen? Sie werde? Ja, das ist dann, da muss man sich schon ein bisschen körperlich bewegen. Ne? Oh je, das ist ja gar nichts. Gucken Sie mal. Das ist, muss man tief durchatmen. Oh, und dann nach vorne. Boing. Oh, das habe ich einmal versucht. Das ja. Ging, das und dann. Ah. Oh. Dann wieder hoch. Und einmal wieder. Und das war's. Das ist. Ich habe das tatsächlich mal versucht, nicht so ganz wie Sie. Okay. Aber ich habe quasi Hand hoch in dem Moment einatmen und dann quasi runterbücken und.
Ich wollte eigentlich ausatmen, aber da kam die andere Luft vor meiner Ausatmung schon raus. Außen, also hinten. Ja, die Stinkluft. Auch Falschluft genannt. Okay. Okay. Das war die tiefste Entspannung. Mein Kollege fand es aber nicht so schön. Okay, dann wir können auch eine andere Übung versuchen. Und zwar, wenn wir den. Ja, nee, klar. Den, so. Ja. Gleichgewicht halten. Einmal nach unten. Oh, fast. Moment, gleich völlig unten. Oh, geht. Und jetzt einmal. Ach du Scheiße. So. Oh. Aber dann. Und wieder hoch. Da haben Sie ein bisschen Kontrolle über Ihren Schließmuskel. Den habe ich tatsächlich. Aber bei gewissen Falschluft rutscht halt mal auch was raus. Okay. Aber ne, solange kein Land in Sicht ist, alles gut. Nee, oh ja, das Ja, okay, da hast du recht. Ja, dann schreibe ich eben schnell die Akte, weil ich wollte eigentlich außer Dienst gehen. Und du gehst jetzt in Dienst, oder? Ich bin aktuell im Innendienst, ja. Ich bin Rechtsbeistand vom LSPD. Ich muss mich jetzt auch eben in den Dienst melden, ne? Weil ich ja Akten schreibe, ne? Weil ich ja eigentlich auf Schreife war. Können Sie sicherheitshalber machen, ja. Gibt es dafür einen Code, ne? Muss ich nur sagen, hier PD66 Innendienst. Innendienst, Akte schreiben. Fertig. Ja. PD66, Innendienst, Akte schreiben. Ja, dann weiß die Leitstelle Bescheid, okay. Und cool ist. Geil. So, und der, ja. und Kurumi heißt er, glaube ich. Kurimo. So, ich sag's immer falsch. Kurimo sagte, der will ja keine Akte schreiben. Der hat ja mich dazu verdonnert. Aber na gut, ich muss es ja eh lernen. Okay. Ja, learning by doing, ne? Ja, das. Ja, wenn Sie Fragen haben, können Sie immer noch fragen. Ja, mein Gott, ich. Also, das sah jetzt wirklich nicht schwer aus. Ich gucke mir das eben ab und. Und wenn Sie mal Fehler haben, mein Gott, ja, zieht keiner den Kopf ab. Höchstens kommt da der Ausbilder und sagt: Hier, das hast du falsch gemacht. Mm. Und sollst du so machen, dann ist gut. Wie lange arbeitest du schon hier? Wie viel haben wir heute? Der 29. Ja, 2 Monate. Und bist Lieutenant? Ja, richtig. Lieutenant und Rechtsbeistand vom LSPD. Rechtsbeistand? Okay, krass. Ja, cool. Dann, wenn was ist, frage ich dich. Ja, gerne. Wie lange bist du heute noch im Dienst? Gehst du noch auf Streife? Später, ja. Ich muss noch, wie gesagt, ein paar Sachen überarbeiten. Später bin ich dann auf Streife. Ja, cool. Ja, ich überlege mal, ob ich vielleicht doch noch dann da bin. Alles klar. So, währenddessen mache ich natürlich Mucke an, weil Akte schreiben ist ja natürlich auch, ne? Aber ihr könnt. Ich bin jetzt quasi für euch da, während ich Akte schreibe. Bekommen, dass ich, er irgendwie sein Leben beenden möchte, etc. pp. Einfach da der Dame mal suchen helfen, aber bitte aufpassen, es könnte auch eine Falle sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Streife 2.10.4. Muss bei sowas denn nicht eigentlich eine zweite Streife mitfahren? Da kann man doch nicht alleine losfließen. Lieutenant. Ich meine, also erstens geht es ja um Selbstmord und zweitens, wenn es eine Falle sein könnte, ist eine zweite Streife mit vor Ort. Könnte ja, man kennt ja auch die Kirche. Das ist, also, soll ich mal funken, ob ich mit soll? Sie können gerne mal hochgehen zur Leitstelle und das mal anbieten, ja. Ich und Akte schreiben direkt wieder von Akte weg. Wenn ich als V-Code aufmache, es nervt. Na, ich kann ihn anrufen. Oh, ich kann ihn annehmen. LSPD, was kann ich für Sie tun? Ich habe eigentlich eine Frage gleich wegen dem bei der Leitstelle.
Weil unten ist ein Lieutenant und der fragte gerade, ob nicht das dann sinnvoller ist, auch eine zweite Streife hinterher zu schicken, wenn es erstens um Selbstmord geht oder wenn die Kirche uns eine Falle stellt. Dass eine zweite immer dabei ist. Ja, richtig. Also es ist ja gerade ein Notruf reingekommen, ne? Ich gebe an Cops allgemein keine Information mehr weiter. Aber weil ich euch mag und weil ihr alle sympathisch seid, die Kirche stellt euch eine Falle. Okay. Ja, irgendwas habt ihr mit der Kirche gemacht. Wahrscheinlich habt ihr die irgendwie eine Razzia oder sowas gemacht. Davon wollt ihr sich jetzt rächen. Ah, da braucht man kein Pfeifer zu sein. Das ist klar, dass eine Falle ist. Ja, wollen wir hin? Zur Sicherheit? Wir wissen nichts. Einfach nur eben zur Sicherheit dahin mit hinfahren. Lass uns hin. Wir müssen nicht bei jedem Scheiß rein. Ey, meine Fresse. Wir fahren da jetzt hin. Komm. Wir fahren da jetzt nicht hin. Wieso nicht? Weil es Selbstmord ist in dem Sinne, wenn du da hinfahren würdest. Du riskierst ja, in dem Sinne. Wenn ihr es geht, da seid, das sind trotzdem 20 Leute, dann habt ihr trotzdem die Arschkarte. Ja, aber dennoch kann die zweite Streife ja auch noch Verstärkung rufen. Wie auch immer, ist auch steht egal. Ja, aber es geht ja auch um Kollegen. Ja, dann ruf am besten die Streife zurück. Am besten wäre es ja langsam echt in dem Sinne, dass Vater Staat eigentlich die Luftüberwachung einführt, ne? Ah, warte. Ich kläre das für euch. Warte kurz. Ja, gut, es passiert da eh nichts. Okay. Der Revenant ist eh nicht da. Oder er hat sein Handy aus, eins von beiden. Ja, siehst du. Find ich scheiße. Ne. Also find ich scheiße. Da sind Kollegen und man weiß, das könnte eine Falle sein. Sorry. Wow. Also, ne. Da dreht Tom durch. Tja. Und ich darf nicht alleine fahren. Wäre ich jetzt Lieutenant oder so, dürfte ich auch alleine fahren und wäre ich da so hingeknallt. Ist mir scheißegal, hätte ich ihnen befohlen, dass er mitkommt. Es geht doch um Menschenleben. Ich außerdem. Ne. Alter. Was. Wo arbeite ich hier übrigens? Wieso, was los? Sorry. Leitstelle war gerade am Telefonieren. Ich habe zu meinen Kollegen da oben gesagt: Hier, ja, ne, könnte ja auch eine Falle sein, wie auch immer, bla. Oben steht jetzt irgendwie einer, der hast du jetzt nicht gehört, weil er darf uns eigentlich keine Informationen nennen und hin und her, bla, und sagte, ja, die stellen uns eine Falle. So, ich so, siehste, hast du doch jetzt gerade gehört. Also lass uns doch eben mit der zweiten Streife hin. Einfach nur mal eben so, ne, wir wissen jetzt von nichts und fahren da jetzt eben hin. So, und dann hieß es, weil wenn die zweite Streife jetzt ja auch hinfährt, das sind ja über 20 Leute da, dann sind wir ja auch noch die gefickt. Ich so, ja, und ich als zweite Streife kann doch sehen, wenn die in Gefahr sind, dann hole ich mit noch Verstärkung. Das ist doch, es geht doch um Menschenleben, auch um unsere Kollegen. Wenn ich jetzt weiß, die können da hinten in Gefahr sein, dann fahre ich doch, also ich meine, wäre ich Lieutenant und wäre ich jetzt auch losgedüst, dann hätte ich mir mitgenommen. Aber da heißt es doch nicht, ja, nö. Vielleicht dann die Streife zurückrufen. Ja, dann funkt die Streife eine zurück. Leitstelle, aufgrund der aktuellen Streifenzahlen bilden wir jetzt zusammen mit dem Ausbildungsfunk mit dem SD zusammen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also es ist, damit ich das ein bisschen so hinterher komme, ja? Entschuldigung, es hat mich gerade nur so alles aufgeregt und ja, ich als Officer 1 bin ich ja nur, ich kann nichts da oben sagen. Die verstehen mich zwar alle, aber ja. Also es kam ein Funkspruch, wo die Leitstelle die gesagt hat, die sollen zur Kirche des Lichts, richtig? Nein, ja, irgendwo hin wegen Selbstmord. Ich glaube, bei der Kirche des Lichts. Okay, und da hieß es, die sollen aufpassen, eventuell könnte es auch eine Falle sein. Nö, das hat keiner zu der Streife gesagt. Leitstelle hat ja zugefunkt, dann Streife 2, einmal hinfahren. So, Streife 2, ja, so 10-4 und los. Dann habe ich dich ja angesprochen, ob das nicht sinnvoller ist, weil es könnte ja wegen der Kirche, dass eine zwei Streifen dann dahin fahren. Deswegen bin ich hoch und habe... Also ist quasi nichts durchgefunkt worden, dass... Nee. Okay. Auf jeden Fall bist du hoch? Auf jeden Fall bin ich dann hoch
Dann habe ich das da eben gesagt. Aber die Leitstelle war gerade am Quatschen da oben. Also hatte Leitstellentelefonate drin. Mhm. Habe ich dann zu den Kollegen, ich weiß auch jetzt gerade nicht, wer da oben steht oder stande, die waren zivil. Auf jeden Fall war da auch einer wohl bei, der zur Kirche gehört oder nicht. Ich weiß es nicht. Oder mit denen Kontakt hat. Und ich habe dann zu den Kollegen gesagt, Leute, ne, auch zu meinen Streifenkollegen, ja, lass uns doch los. Dann los, lass uns jetzt hinfahren. Ja, warum? Ja, nee. Ich so, wieso denn? Das könnte ja eine Falle sein. Es geht hier ja nicht nur um einen versuchten Selbstmord, ist ja auch Leben, aber es geht ja auch um unsere Kollegen. So, und dann hat der andere gesagt, der zu den zur Kirche gehört oder wie auch immer, auf jeden Fall damit Connection hat, sagte dann, ja, Moment, bevor ihr hier eskaliert, sage ich euch mal eben ganz ruhig, ich darf euch eigentlich keine Informationen geben oder wie auch immer, oder vielleicht auch DTU, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer da oben alles ist. Auf jeden Fall sagte der dann, guckte in ein Handy und sagte dann, ja, ich kann euch sagen, aber es bleibt dann eben jetzt unter uns, ja, es wird euch gerade eine Falle gestellt. Ich so, ja, siehste. Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß davon jetzt nichts, dass da eine Falle gestellt wird, aber ich habe dann nochmal zu meinen Kollegen gesagt, ja, komm, los, steig ein, wir fahren da jetzt hin. Okay. So, und dann, Moment. Ja. Und dann hatte der wohl nochmal reingeguckt, später, als keiner losfahren wollte. sagte wohl, oh, ne, anscheinend wird euch doch keine Falle gestellt, weil der oberste Chef ist gerade bei der Kirche nicht da oder hat sein Handy aus. Weil wenn der nicht da ist, dann passiert auch nichts. So, irgendwie so, okay, hat er da oben gesagt. Ich so, ja, aber man muss doch allgemein auch aus Sicherheit, weil der Typ dann gesagt hat, ja, ihr könnt auch als zweite Streife ja nichts machen, weil das sind über 20 Leute, die dann da gleich stehen. Da habe ich gesagt, aber als zweite Streife kann ich doch da hinfahren, weil es ja auch unsere Kollegen sind, zur Absicherung, weil man schon im Vorfeld weiß, dass es um die Kirche geht, wo wir nicht so richtig wirklich gerade rangieren können, aber wir können unsere Kollegen ja schützen. Und wenn da wirklich so viele Leute stehen und die zweite Streife, die jetzt dazukommt, die sieht das ja, die kann dann auch eben schnell durchfunken, hier, was weiß ich, 1099 oder hast nicht gesehen. Ne? Irgendwas, dass noch mehr Leute kommen. Also, sorry, das ist... Also ist aber bis jetzt kam auch nichts mehr, ne? Nee, es kam nichts mehr. Vielleicht ein anderer Kollege hat dann gesagt, ja, dann würde es ja besser sein, wenn man jetzt eben die Streife zurückfunkt. Aber das ist ja dann nicht passiert. Ich war ja schon auf 180, bin dann wieder reingegangen, hab gesagt, komm, Streife 2 ist unterwegs. Oder auch nicht mehr unterwegs. Kann sein, dass die gerade in Verfolgungsjagd sind. Oder auch nicht. Da war ja gerade was. Okay. Streife 2 für 07, komm. Aktueller 1020, komm. Ja, 10407, Ende. Ich höre auch gar keinen Funk mehr, ich bin gerade raus. Ja, bis zum Ausbildungsfunk. Wir einmal an den gesendeten Dispatch schon mal das MD bereithalten, aber bitte alle unten bleiben, ja? Also Streife 2 in Ordnung? Ja, die sind wieder auf dem Rückweg vom Kirche. Ja, aber die sind da, auf dem Weg hin. Nee, Rückweg. Ah, okay, dann ist da wirklich nichts passiert. Dann hat er da oben ja recht gehabt. Frage, habt ihr schon einen Dispatcher ans MD geschickt bekommen? Ja. Nee, aber ganz ehrlich, wenn was jetzt passiert wäre, so negativ, und auch wenn es scheiße ist, dann hätte ich diese ganzen Kollegen da oben alle zur Verantwortung gezogen. Wenn da jetzt jemand angeschossen wäre, ich wäre richtig durchgegangen jetzt. Das kann ja wohl, ich meine, ich bin Officer 1, noch habe ich hier überhaupt nichts zu sagen, aber jeder hat was zu sagen. Ja, aber es geht ja um unsere Kollegen. Ob es du bist oder jemand ist Officer Rang 1 oder vielleicht sogar ein Praktikant, wie auch immer. Ich habe den genauso zu schützen, als wäre er mein oberster Boss oder meine Katze, die ich in meine vier Wohnungen habe und auf sie aufpasse. Weißt du, wie ich das meine? Also das, ich würde das auch empfehlen, wenn das mal eben kurz noch unter uns bleibt. Ja. Weil da jetzt ja Gott sei Dank nichts passiert ist, aber dass du vielleicht auch mal da so mithorst, dass da die Kollegen vielleicht, ne? Ja. Weil wenn sowas nochmal vorkommt, dann kann ich und ich wirklich da mal Beschwerde einreiche, dass ich dann sagen kann, Mensch, ja, du kennst auch da so einen Vorfall. Mhm.
Nee, klar. Weil ich bin gerade relativ neu und ich will hier noch keinen anschwärzen oder sonst irgendwas. Ich möchte mich beweisen. Es macht mir nämlich mega Spaß hier. Und nee, genau. Und ich deswegen rede ich auch mit dir, weil ich denke mal, dass du. Weil ich hätte auch direkt jetzt sogar. Ja, aber ich hätte, glaube ich, direkt so. Achso, nein. Du weißt, wie ich das meine. Du bist kein Arschloch. Aber ich hätte ja. Fährt einer der Kollegen gerade das Parkhaus hochkommen? Ich hätte ja auch direkt zu Caruso gehen können. Der ist ja da oben und so. Ja, alles gut. Ja, wenn du was jetzt kommst, halt so. Ja, ja. Ganz gerne kommen, ne? Ja, auch zu Kurimo. Wir lassen ja auch alles geheim, was wir immer sagen. Außer es ist wirklich jetzt Menschenleben, was dann ist. Ja, bitte, aber. Aber durch deinen ganzen Panikmachen hast du jetzt mein Handy Angst gemacht. Dein Handy? Ich muss kurz mein Handy komplett neu starten. Frage, wir werden einen Klick von dem Dispatch-Entfernt mit dem Speedboot von dir anfahren. Dein Handy hatte Angst vor mir. Ja, Ja gut, dann setze ich mich da wieder hin. Ja, setz du dich mal, ich versuche mal hier mein Handy neu zu starten. Und ja, richtig, ich schreibe schon mal weiter Dings, Akte. Alles klar. Fragst du bitte die junge Frau und den jungen Mann mal für mich, was vorgefallen sein könnte? Letztendlich wollte ich da eigentlich nur hin wegen Action. Es ist Action. Dashboard gehen. Mich ausloggen. Ah. An alle Kräfte, wir benötigen Unterstützung am Dispatch Autohaus Helmut. PD 66 1042. 1090? PD 07 1042. VSC 01 mit einer Frage. Kommen denn jetzt PD-Kräfte rauf? Ja, PD-Strafe 2 fährt an. 8,8 Klicks. Ja, vielen Dank. Sonst noch jemand? Soll ich wieder in Dienst? Ich bin echt verwirrt momentan. Weil, So, es ist echt Action, aber ich. Sorry, Leute, ich würde gerne, aber ich kann nicht gucken. Ich kann nicht sehen, also. In ein paar Tagen gerne, aber. Aufschließen. In ein paar Tagen gerne, aber. Ich hab besseren. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich die Tür dir entgegengedonnert habe. Alles okay. Ich bin schon gewohnt. Schön. Kann ich sonst auch kurz mit austragen? Ja, bitte. Danke. Schönen Abend euch. Gleichfalls, danke. Okay. Schönen Abend euch. Weil die Schuss machen wir wieder außer Hand. Wenn du jetzt noch die Knöpfe weglegst, dann ich kann ich auch einen schönen Abend wünschen. Das war, glaube ich, bin ich irgendwie hängen geblieben beim Umziehen. Schönen Abend euch. Jo, angenehm noch. Ne, weil ich wäre jetzt noch drinnen geblieben. Ich habe das ja die ganze Zeit mitgekriegt, aber ich kann mit dem einen Auge nicht mehr gucken. Jo, dann einen angenehmen Abend. Ja, ich muss Tropfen gleich nehmen, unbedingt. Bis dann, ne?
Schönen Abend. Ebenso. Taxi anrufen? Jetzt ist da was davor. Seht ihr gerade nicht? Ich kann ehrlich gerade nicht gucken. Sie sprechen mit Chris. Ja, Sie sprechen mit Tom Wittner. Hallo und herzlich willkommen. Was kann ich gegen Sie tun? Gegen mich hoffe ich nicht. Nichts, aber für mich vielleicht. Einmal zum PD, MRPD kommen. LSPD. LSPD, ja. Genau, richtig, ja. Geil. Und dann mich nach Hause fahren. Ja, das dauert einen Moment, ja. Ja, okay. Bringst du mir was zu trinken mit? Kriegst du extra bezahlt? Ich hab leider selber nichts dabei, tut mir leid. Oh, dann kriegst du gleich was von mir. Geil, bis gleich. Ja, bis gleich. Warte mal, ist das... Oh. Achso, er hat jetzt Leitstelle. Ich hab Leitstelle. Ich hab gerade gesehen, dass mein Kollege hat das Fahrzeug noch gar nicht. Ne? Das steht da hinten noch. Ich pack's mal eben weg. Ja. Und tank das dann mal eben. Ja, danke. Natürlich. Mein Kollege. Nicht mal tanken. Das hätte richtig Ärger gegeben. Aber wir sind ja lieb und nett. Und jetzt am besten noch komme ich jetzt voll in Bedrohung, ne, dass irgendjemand mich wieder entführen will und mich hauen will und alles, ne? So, Benzin tanken. Geil. Hi, dankeschön. Aua. So, wieder einstehen. Und dann wollen wir mal. Ab geht die Party und die Party geht ab. Dann muss ich jetzt das Fahrtenbuch hier eben aufmachen. Ach, da auch noch. So, da. Antwort, Bahnarbeiten. Wann wurde das Fahrzeug wieder eingeparkt? Wie spät haben wir es? 23.10 Uhr. Also heute am um 23.10 Uhr. Fahrzeug vollgetankt. Yes. Haben Sie noch was anzumerken? Ne. Geil. Perfekt. Und dann 29. Ja. Für die. Geil. Und jetzt. So, vollgetankt, eingeparkt und Fahrtenbuch geschrieben. Dann schönen Abend und hoffentlich noch einen ruhigen Dienst.
Der mag mich nicht mehr, weil ich ihn die Leitstelle verdonnert habe. War hier zufällig schon ein Taxi? Nö. Hm. Ich glaube, ich muss noch ganz gesehen. Okay. Ja, weil ich ihm kurz Auto getankt habe und eingeparkt habe. Hat mein Kollege nämlich nicht getan. Ich war die ganze Zeit unten am Akte schreiben. Da hätte er davor eben das Auto schon noch tanken können. Mann. Könnte, wollte, haben sie nicht. Was? Hätte, könnte, wollte, haben sie nicht. Ja, kennst das ja. Ich mach alles, kein Problem. Dafür steige ich dann irgendwann auch Ränge. Fertig ist. Dann sage ich denen das. So, rauchst du mit mir jetzt eine oder hast keine Lust mehr? Nö, auch nicht. Du rauchst gar nicht. Ja, das auch noch. Womit habe ich das jetzt alles verdient? Aufhören zu rauchen, beste Wieb. Ja, das hat mein Kollege Corimo heute auch gesagt. Ich soll aufhören. Ich hab's nämlich auch gemacht. Du hast auch gemacht? Mhm. Ja, okay, dann versuche ich's. Ich hab auch heute, muss ich zugeben, seitdem ich im Dienst bin, nicht eine geraucht. Oh doch, eine. Mir fällt's gerade ein. Scheiße. Doch, eine habe ich geraucht. Aber sonst nicht. Ja. Sonst rauche ich nämlich mehr, wenn ich im Dienst bin. Wenn die Zeit das zulässt. Hast du Hunger, Durst? Ich habe gerade hier so viel mit. Ich habe noch jede Menge Pizzen. Also, okay. Ich brauche da nichts. Fühlt die ganzen Taschen voll. Mm. Ach ja. Ja. Jetzt stehen wir hier und lachen, kommen sie von nah und fern, sie wollen alle mitlachen, das haben wir gar nicht gern. Du hast heute so richtig keine Lust mehr, ne? Kann das sein? Nein, eigentlich. Ich verdiene gerade Geld durchs Rumstehen. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich würde auch gerne mal Geld für Rumstehen haben. Wenn der jetzt kommt. Nee. Bitte? Du kamst rausgestürmt, deswegen. Ne, ich komme nicht rausgestürmt. Aber einer von euch muss das Leitsch übernehmen. In anderen Worten, Braun muss das Leitsch übernehmen, danke. Ich gehe wieder außer Dienst, ja. Hasi. Leitstelle will keiner sein, ne? Er ist doch Falk, ist das noch, ne? Mhm. Ja. Ja, ich glaube. Weiß auch nicht, ob der mittlerweile schwul geworden ist mit Krishna oder sowas. Die hängen ja nur noch aufeinander. Mm, ja, und es fallen auch schon ganz komische Ausdrücke öfter mal. So mit Hasi und so. Naja. Hm, ja. Aber ich glaube, der hat heute was gegen mich, weil ich war heute Morgen in Dienst gekommen. Dann wurde mir die Leitstelle entgegengedrückt, weil die anderen ja wegen Erste Hilfe und so. Ja, und dann kam. Wo ist Kurishige, wie hieß er noch? Primo. Genau, Pidi, welche Pidi ist er noch? Primo? Weiß ich jetzt gerade so, ne? Okay. Ja, auf jeden Fall kam der und dann habe ich, und Falk war auch da und da ich ja auch eigentlich nicht in Leitstelle wollte, habe ich dann Falk ganz schnell. Ja, geil. Habe ich Leitstelle gesagt, hier, zack, du bist jetzt, und dann habe ich gesagt, Primo, komm, wir müssen in Schleife gehen. Tschüss. Mhm. So einfach. Und da war er, glaube ich, ein bisschen angepipit. Ja gut, ich wünsche was.
Ja, genau. Gleich aufschreiben. Den Strafzettel aufschreiben, Moment. Achso, ja, der ist auch. Ey. Du weißt, dass du hier nicht stehen darfst? Ich sollte hier eigentlich einen Kunden abholen. Ja, ich bin's. Aber darfst du hier trotzdem nicht stehen? Das ist neu im Gesetz verankert. Okay, darf ich mal eben kurz ans Telefon rangehen? Die Leitstelle ruft an. Ja. Leitstelle ist Downtown Caps, ich spreche mit Chris. Ja, schick's mir einmal. Können wir da nicht eine Ausnahme machen? Ich wusste das jetzt so nicht. Jo, bitte, tschüss. Egal. Nein, alles gut. Da kann ich denn, wenn ich schon mal hier bin, wo kann ich denn mit meinem Taxi wiedersehen? Parken? Wiedersehen. Da. Da hinten. Oder in der Seitenstraße hier vorne. Auch wenn ich hier jemanden von euch abhole. Ja. Dann fährst du da mit dem Auto lang und da vorne so halb auf Straße und Bürgersteig oder hältst dann da hinten oder hier vorne hin direkt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Einfach parallel zum Bordsteinrand parken. Richtig. Das ist fein. Kannst überall stehen, nur hier nicht. Okay, weiß ich Bescheid. Schönen Abend noch. Ciao. Der hätte dich jetzt auch nicht aufgeschrieben, alles ja, gut. Ja, ich weiß, den habe ich schon öfters Spaß gemacht. Wo kann ich sie hinbringen? Weißt du nicht, wo ich wohne? Nee, gerade nicht. Ich sehe immer so viele Gesichter. Ja, siehst du, du... Ne. Ich, weißt du was? Weißt du was? Ich laufe. Okay. Nein! Hallo! Okay, warte, soll ich dir das im Navi eintragen oder ja, weißt du, wo es Jamestown ist? Nee, gerade nicht. Gib mir doch mal bitte ein Navi ein. Natürlich. War auch ein sehr langer Tag heute. Ist auch gar nicht weit von hier, ist nur ein Klick weg. Ja, ich habe auch einen langen Tag heute. Und, entweder ist gar nichts zu tun oder ich fahre wie jetzt gerade von einem Kunden zum nächsten. Mhm. Warten euch schon wieder zwei auf mich. Ja, siehst du. Ja, und ich will jetzt auf jeden Fall nach Hause. Ich musste dann musste ich noch eben schnell eine Akte schreiben, weil ich will gerne außer Dienst gehen, wenn das alles erledigt ist, weil ich habe keine Lust, dann Tage später Akten zu schreiben, weil sich das schon zu kommt. Ja, weil hat man ja auch meistens dann schon die Sachen vergessen, wenn man sie nicht aufgeschrieben hat. Naja, oder du hast dann schon die nächsten Fälle und ja, richtig. Hast nicht gesehen, ne, dann wird es ja immer mehr. Ne, und dann wollte ich außer Dienst, jetzt bist du falsch gefahren, ja, hast du schön gemacht. Alles auf meine Akte. Ja, das schreibe ich alles, da schreibe ich alles auch noch auf. Warte mal, wo wohne ich denn jetzt? Wir sind noch ein bisschen weiter. Ja, das sieht immer alles so gleich aus hier. Genau hier. Na, Theos Auto, Theo ist auch zu Hause, geil. Perfekt. So, warte mal eben. Ich habe natürlich nichts. Ah, warte mal. Fahr mal da vorne hin. Da vorne links, hier da, wo es Essen gibt. Gleich links hier gleich. Genau, hier links. Hier, ne. Ich hoffe, die Tür ist offen, dann kann ich ihm auch einen Geldautomaten. Dann kann ich ein bisschen mehr Geld runterholen. Alles klar. So, willst du Bar haben? Okay, gerne. Ich nehm's auch per Karte. Das ist nach Ihnen gerichtet. Ja, okay, dann erstmal mit Karte. Dann gebe ich dir noch was Bar. $10.05. Dann einmal reiche ich ihn einmal durch. Dankeschön. Okay. Geil. So, Karte durchgezogen. Genau, und du hast grün bestätigt. Sehr gut. Perfekt. Und dann wollen wir mal gucken. Meine Brieftasche hier. Ja. Aber wie viel gebe ich dir noch? Ja. Geil. Bitteschön. Vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Ja, ne? Dir auch. Dankeschön. Und lass dich nicht ärgern. Nö, ich ärgere zurück. Tschüss. Ciao. So, Theos Auto. Geil. Hat er abgeschlossen? Der kann mir ruhig mal einen Autoschlüssel geben. Ich habe einen Autoschlüssel?
Ich habe von Ihnen Autoschlüssel gekriegt. Spritztour. Eben noch eben eine Spritztour. Geil! Alter, das Auto kommt ja wirklich nicht aus dem Puschen. Alter, da... Nee. Nee, aber cool. So und so. So. Geil. Ach ja, endlich zu Hause. Ein bisschen leise, er schläft, glaube ich. Schläft er? Da schläft er. Was mit der anderen Wohnung ist? Oder Haus? Alter. Ganz einfach. Das ist, Das sieht man auch hier. Ist mega klein, das Auge. Guckt es mal an. Alter. Ja, es war zu teuer. Nee, eigentlich war es erst nicht zu teuer. Aber ich war ihm halt auch, ich glaube, 2 Wochen weg. Und ich hatte... Ja, und dann ist es natürlich zu teuer. Ich hatte 4,5. Als ich nach den 2 Wochen wiederkam, war... Ne? Ach, da war ich... Hi. Kein Geld mehr. Nur $200. So. Wir machen das jetzt so. Habt ihr noch Bock? Auf Alien Isolation? Dann würde ich das noch... versuchen. Also ich würde jetzt eben kurz... Päuschen machen. Ich lasse die Musik an. Ich lasse das auch eben so hier, glaube ich. Würde eben was in mein Auge packen und dann komme ich gleich wieder und dann sage ich euch, ob das überhaupt geht.